Willkommen zurück, ihr Lieben, bei Assassin's Creed Odyssey im verfallenen Tempel des Apollon. Wir sollen ja Banditenlager platt machen. Da stimmt was nicht. Ja, da stimmt was nicht. Ich finde es aber jetzt auch uncool, dass ihr zu zweit kommt. Okay, doch alleine. Wo kam das denn her? Ach, ihr seid alle so schlau. Was? Will mich jemand verschaukeln oder was? Nein, ich will dich nicht verschaukeln. Ich mein's schon ernst. So. Wir sollen ja Banditenlager räumen. Das ist eine Quest, die... Finde ich, läuft ganz angenehm so nebenbei mit. Was macht ihr zwei da drüben? Stehen geblieben! Ja, ja, komm her. Eine Leiche? Sieht übel aus. Drei Leichen sogar. So, das war der Anführer. Yippie. Dich kriege ich so. Weil du stehst da ja eh bloß komisch rum. Oh oh. Bug? Vielleicht muss ich dich auch gar nicht töten. Nur alte Tafel. Der Schatz dürfte da drüben sein. So. Tada! Schauen wir mal kurz auf die Quests. Falsche Taste. Wie viele Banditenlager wir jetzt schon... schließe alle Banditenlagerziele ab. Dann muss ich dich doch umsägen. Es tut mir leid. Vielleicht war er doch kein Feind. So. Weiter geht's. Wir versuchen ja den Anführer der Athener zu töten. Den muss ich aber nicht ahnen. Da drüben ist irgendwie... Oh oh. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Schauen wir mal, was... Oh, eine Höhle. Wollt doch mal sehen, was es da zu finden gibt. Schlachtfeldhöhle. Okay, also entweder muss ich tauchen oder da gibt es einfach nichts. Schauen wir mal. Ah, hier. Oh, hier hoch vielleicht. Ach, da. Wollen doch mal sehen.
beste Kletterin auf der Welt. Okay, nichts. Aber ja, eine schöne Aussicht. Also das muss man jetzt schon... Das muss man jetzt einfach mal lassen. Aber scheinbar nichts auf dem Schlachtfeld, was jetzt irgendwie von Bedeutung wäre. Ja gut, dann wieder runter. Nicht so. So, ja. Alles klar. Vielleicht gibt es ja in der Schlachtfeldhöhle mit dem See doch etwas, was man noch entdecken kann. Oder wir gucken uns hier nochmal um. Da drüben ist doch was. Ein Sockel. Okay. So, nicht, dass ich jetzt hier noch absaufe. Steigen wir mal auf. Okay, gibt's also doch noch was. Yeah. So, den Schatz hätten wir. Das Ostrakon-Rätsel aber noch nicht. Naja, das ist das. Sperrstunde, griechische Welt, Megaris. Draußen ist es zu gefährlich, deshalb sitze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald von Tribotiskos nach Nordwesten. Triff mich am Altar der Opfergaben zu Füßen des Weingottes persönlich. Okay. Diese kleinen Rätsel zwischendrin, die finde ich sehr, sehr schön. Also diese Wegbeschreibungen und Schatzkarten. Ein Haufen Schädel. So. So, da. Dann wollen wir mal wieder zurücktauchen. Weg hinein kam mir länger vor. So. Und dann
Machen wir uns mal auf den Anführer der Athena zu finden. So. Wir haben noch da ein Banditenlager. Haben wir das schon? War das das, was wir vorhin schon aus Versehen überrannt haben? Oder? Nein. Nein. Da ist noch Action geboten. So. Ohohoho. Ja. Gar nicht so easy peasy. Da sind ein paar unterwegs. Schauen wir mal, ob wir einen erwischen. Er hat zumindest gezuckt. Aber nicht wirklich. Hm. Oh, wie gehen wir das jetzt an? Das ist ja volle Kanne gemein. Das sind schon ein Haufen Typen hier. Das funktioniert gut. Vielleicht sollten wir es wirklich mit Pfeil und Bogen probieren. Da reagieren die dann vielleicht eher. Ah, ich glaube, da oben sehen wir den Anführer. Guck mal einer an. Okay, das war super. Ich weiß, wo du bist. Die Pfeile sollen von dort gehen, wo das herkam. So, dann lasst doch mal schauen, wie wir das hier geregelt bekommen. Hm, wo steckst du nur? Mit dir schon wieder? Das war ja. So. Numero. Das macht mich wahnsinnig. Ihr traut euch doch. Seht nicht ungeschützt herum. Seht mal, ist das eine Leiche? Ja, Luna, ja. Warte mal. Oh. Stehen bleiben. Oh. Was denn? Okay, jetzt hat er mich. Du gehörst mir! Wir werden Stücke schlagen. Yeah. Nicht so viele auf einmal. Nein, das ist zu viele. Zu viele. Klar, hole ich da links auch noch. So. Die schlachten wir ab. Ihr macht das ja gerade sehr gut. Irgendwie ein Abschlag. Oh, habt ihr einen großen bösen Wolf erwischt? Jetzt hängen sie alle darum.
Sehr gut. Ah, keiner traut sich? Keiner traut sich? Nö. Wenn ich jetzt hier... Ich weiß, wo der Schuss kam von hier. Ich werde beschossen. Der Schuss ist da. Jetzt hab ich dich. Stirb einfach. Als Geld. Hörst du? Wieso ist jetzt da eine Zivilistin auf einmal involviert und schon fast tot? Das ist ja doof. Dann wieder ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt, weil ich Zivilisten töte. Das nicht mal absichtlich. Du kannst nicht fliehen. Doch. Das ist zu leicht. Sind schon sehr viele auf einmal. Und du, ihr Bogenschützen nerven einfach nur. Okay, Kopfgeld, alles klar. Ich hab gedacht, dass ich es bin, der dich erledigt. Man hat's ja mal probieren können. Mir war dummerweise auch die linke Hand eingeschlafen, also... Nicht so optimal. Ich bin jetzt geladen. In der Schlachtfeldhöhle. Alles klar. Gut. Gut, dann haben wir jetzt die Chance, uns nochmal besser anzustellen. Die Tafel schon, ja. Das war jetzt falsch abgebogen. Vielleicht lassen wir einfach dieses Lager da dort. Es sind schon sehr viele Gegner auf einmal. Halt alle gleiches Level, das ist schon nicht so ohne. So.
Wir können es auf alle Fälle nochmal probieren. Mehr als peinlich werden kann es ja nicht. Scharfschütze. Weißt du was? Wir machen das jetzt anders. Wir schleichen uns als erstes an den Scharfschützen an und dann rekrutieren wir den. Ja, 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 ja. Weil der sitzt da so schön ungeschützt. Also, mehr oder weniger ungeschützt. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Der erste Spartaner, den ich getötet habe, war mein härtester Kampf. Man muss völlig aufpassen, wenn man... Die Jagd beginnt! Das war so nicht beabsichtigt. Ich wollte den rekrutieren. Hallo. Nehme ich jetzt echt alle schon entdeckt? Ja, nee, mehr habe ich gerade nicht drauf. Okay, lassen wir das. Tempel des Apollon. Schön. So, Megara. Oh. Keine Ahnung, ob ich gerade den richtigen eliminiere. Fällt dir schon mal nicht auf. Gibt's denn hier schon irgendwas zu entdecken? Ah ja, hier ein paar Wachen. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Aus dem Weg! So, wir haben zwei neue Söldner entdeckt. Ich glaube, die wollen zwar aktuell nichts von uns, aber... Da oben waren wir schon. Da gibt's Staatspassen oder Vorräte zum Vernichten. Wo ist denn jetzt? Ah, da sind Wachen. Wo ist denn jetzt dieser Anführer? Ist der da unten? Ah, nee, da ist er. Na. Wo genau hält er sich denn auf? Ach, vor den Toren. Tada, da unten ist ein Hafen. Da hinten ist eine Quest. Alles klar. Ja, dann. Das ist doch alles ganz einfach. So. Ja, eigentlich, wenn ich zum Affen runtergehe. So. Und den Anführer da platt mache. Ich muss ja hier jetzt nicht unnötig einen
barbarisches Blutbad anrichten. So. Wie weit bist du da? Du bist ja gar nicht weit weg. Zack. Schleichen. Ja, gut, sein Ansehen ist natürlich auch schon ziemlich ruiniert von uns. So, Icarus fliegt mal nochmal drüber. So, hat der da irgendwie Gefolge? Nee. Okay. Der ist da ganz allein. Und Level 7, das heißt... Der Anführer der Athener ist tot. Ich kehre zur Stentor zurück. So, wir haben den Anführer besiegt. Tudum. Und wir sind Stufe 10. Das ist doch schick. So, nachdem sie die Athener in Megaris geschwächt hatten, schloss sich Kassandra den Spartanern in der Schlacht an, um die Region zu erobern. Es war Zeit, die Blauen durch rote Banner zu ersetzen. Muss immer noch Banditen. Töte Haie. Ja. Stufe 10, okay. So. Stufe 10. Nicht so schön wie das andere. Schiffe gleich aussehen, ist es schwer, seinen Anlegeplatz wiederzufinden. Geh zur Küste im besetzten Wald von Tribodiskos und suche nach einem verteuten Schiff, das von einem Hund bewacht wird. Du findest mich an dem Ort, der mit einem X markiert ist. Ja, das können wir bei Gelegenheit mal machen. Ne? So. Ja, wir haben überall halt noch... Oh, was haben wir denn da noch? Erfordert Stufe 16, da sind wir noch nicht. Das können wir auch noch nicht verbessern, das auch nicht. Ja. Können wir hier schon was? Erfasse bis zu 4 Gegner gleichzeitig. Okay. Kann einmal verkettet werden. Okay, da weiß ich, kann mich gerade nicht entscheiden. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Wir haben eine neue Söldnerstufe. So, den haben wir besiegt. Können wir denn unser Schiff aufwerten? Das ist doch auch mal eine ganz interessante Frage. Thank you.
So, Pfeilsalven. Durch eine bessere Ausbildung können die Bogenschützen schneller schießen und nachladen. Das werden wir auf alle Fälle verbessern. So. Feuerschalen. Plus 5 Rammschaden und Schwachstellenerzeugung. Wir verbessern auf alle Fälle die Pfeile. So. Und die Ausdauer der Ruderer können wir auch verbessern. So. Das bedeutet, wir kehren... Wir kehren zurück zu Stentor. Und der ist 640 Meter weit von uns weg. Wir können dann das Fragezeichen da hinten noch abgrasen. Ich sehe da doch schon wieder Athena-Flaggen. Doch voll das vor. Ja. Ein Militärlager. Verdammt. Okay, da ist aber jetzt nicht so viel los, ne? Für ein Militärlager, das eigentlich relativ groß ist, ist da recht wenig Besatzung. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja. Da steht noch einer. Ein paar Leute meinten, es hätte eine große Seeschlacht gegeben. Wo kam das gerade her? Mein Gott, sind die alle unaufmerksam. Was? Vertrauen ihrem Urteil aber auch nicht. Na komm. Vielleicht nur Einbildung. Ja, es ist immer nur Einbildung. Echt jetzt? Ich sehe besser mal nach. Ja, genau. Den Befehlshalber haben wir. Wer macht diese Geräusche? Ich. Ich. Komm her. So, ich glaube, das waren alle. Doch nicht. Naja, dann haben wir halt einen Kampf. Da wollte ich nicht rein. Jetzt hier so.
So. Nein, ich brenne. Ja, ich brenne immer irgendwie immer. So, und wir müssen noch die Gefangene befreien. Ja, das passt doch. Perfekt. Genau, lauf. So schnell du kannst, weg von hier. Hopp, hopp. Los. So. Hä? Wo reitest du denn lang? Okay. Wir reiten scheinbar eine Kurve. Ah, du bist auch ein Söldner. Oh, du bist auch ein Söldner. Radamanthus, der Nette. Er hat mich auch sehr höflich begrüßt. So, halt. Da ist eine Quest und die werden wir uns jetzt noch einverleiben. Hallo. Es musste sich um seinen Vater. Cassandra, ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus. Stimmt, wir kennen uns. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Hör auf zu jammern. Oh, sag bloß, wir können hier irgendwie Love Interest bilden. Das ist ja... Kein Wunder, dass du verstehst. Ist nicht mein Typ. Du würdest gern die Welt erkunden, stattdessen sitzt du hier fest. Endlich versteht das jemand. Wenn es dir nicht gefällt, tu etwas dagegen. Nicht bevor es meinem Vater besser geht. Ich muss ein paar Dinge für ihn besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen. Na logo. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst tun kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja. Aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Gut, dann jetzt Kräuter und Mixtur. So, die Arzneikräuter sind in Megaris im Tal von König Lelex. Sie sind südlich des Schmieds, sie sind in der Nähe der persischen Triere. Okay, Megaris im Tal von König Lelex. Lasst uns mal gucken, ob das in der Nähe ist. Also, das könnte schon hier sein. Südlich des Schmieds. Also hier dann so. Persischen Tiere. Ich meine, hier haben wir auch noch einen unentdeckten Ort. Das ist... Dann gehen wir erst dahin und suchen dann nach Kräutern. Finstentor kann noch ein bisschen warten. Das ist eh meiner Meinung nach ein Idiot. Aber das ist nur meine Meinung. Hafen Nisaya. Sehr schön. Ach, das war das, was wir noch nicht entdeckt hatten. Ja...
Den Polymarchen ausschalten, Befehlshaber ausschalten, Kriegsvorräte verbrennen. Es könnte was Längeres werden. Eigentlich will ich nur Kräuter sammeln. Okay, eigentlich wollte ich hier hin. So, da. Muss mir die Quest, glaube ich, nochmal genau durchlesen. Okay. Was ist denn meine Odyssee? Okay, also eigentlich sollen wir ja unseren Vater aufhalten. Das heißt, gegen Sparta agieren. Hm. Nun ja. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Den Hafen können wir auch später noch zerpflücken. Kräuter. Also hier wachsen mit Sicherheit keine Kräuter. So. Also wir sollen welche pflücken, aber es war noch welche auf, werden noch welche auf dem Markt bereitgehalten. Südlich des Schmieds. Hier waren wir irgendwie noch gar nicht. Hier haben wir uns noch gar nicht umgeschaut. Dabei ist es hier sehr schön. Also... Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Kräuter finden. Könnte schon hinkommen. Ich hoffe zumindest, dass die Karte uns irgendwie weiterhilft. Okay, wenn es hier was gäbe, was wir sammeln könnten, würde es wahrscheinlich Pling machen. Schauen wir mal da oben. Gut, so Kräuter zu finden auf so einer großen Karte, das ist bestimmt doch überhaupt gar nicht so einfach.
bist kein Kräuter, nein. Südlich. Ja gut, also ich bin zumindest schon mal in die richtige Richtung unterwegs, wo es sein könnte. So. Upsi. So. Okay, irgendwas hat hier gerade geplinkt. Scheiß Kräuter. Κίνησε αυτόν. Ασχολίαν βελτίστην. Ευρέ! Τύχη να γαθεί λακτίζεις. Gott. Bin gerade versucht, die Questverfolgung anzumachen. Wo ist denn der Schmied nochmal? Da ist der Schmied. Gehen wir jetzt mal zum Schmied und versuchen erstmal das mit dem Markt. Hey, sie ist auf zu Pferd unterwegs. Ich glaube, es ist ja aktuell kein Kopfgeld auf uns ausgesetzt, deswegen dürfte das jetzt nicht so das Drama sein. Okay, das sieht schon imposant aus. Dann können wir uns jetzt halt vielleicht auch tatsächlich mal was gravieren lassen, wenn wir eh schon da sind. So. Erstmal verkaufen. Da haben wir aber nicht viel. Und dann gravieren. Und zwar haben wir das gerade ausgerüstet. Und ich hätte da gerne 2% Attentatsschaden drauf. So. Kann ich da noch was gravieren lassen oder verfliegt dann quasi? Ja, okay, wir lassen das jetzt. So, aber wir können den Bogen noch gravieren lassen. Und zwar würde ich da tatsächlich nochmal 5% Kopfschussschaden drauf. Jawohl. Und vielleicht kann man sich auch Ausrüstung gravieren lassen. Ja.
schön. Dann lassen wir es mal dabei. So. Okay. Es gäbe eine Quest in der Nähe, aber wir suchen ja immer noch Kräuter. Und zwar südlich des Schmieds. So. Na, sieht uns jemand? Na. Upp. Ab und an erwische ich dann doch einfach den Falschen. Vielleicht? Eieieiei. Fremder. Brauchst du etwas? Ist Gewalt der natürliche Zustand der Menschheit? Gibt es so etwas wie Frieden? Oder ist das nur die Stille zwischen den Angriffen? Ich ziehe das Kämpfen dem Nachdenken darüber vor. Komm zur Sache. Oh, natürlich. Ein starker Anführer stirbt und ein schwacher, bösartigerer steigt auf. Der Befehlshaber des Lagers hier ist tyrannisch und grausam geworden. Er und seine Soldaten sollten die eine oder andere Wahrheit verinnerlichen. Bittest du mich gerade, all diese Athener in die Unterwelt zu schicken? Ja, ganz genau. Okay, die Soldaten gehören mir. Verlass dich auf mich. Ich danke dir, Söldnerin. Überlass das ruhig mir. Schalte die Athener-Soldaten aus. So. Gut, ihr Lieben, ich mache dann für diese Folge mal Schluss und hoffe, dass ich diese saublöden Kräuter noch finde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Assassin's Creed Odyssey wieder. Bis bald, ciao.